So, ich möchte in ein Video zu Sim Chemistry jetzt nicht mal etwas Neues ansprechen, sondern ich werde eigentlich nur die vorhandenen oder die schon gezeigten Informationen anwenden. Und zwar brauche ich für den Unterricht eine Simulation, bei der ich Schülern zeigen möchte, wie so der Unterschied zwischen einem polaren und einem unpolaren Lösungsmittel ist und warum die sich nicht miteinander mischen. Aus diesem Ziel ergeben sich bestimmte Einstellungen, die ich allerdings noch vornehmen muss. Ich habe also mir jetzt da nichts vorher überlegt, sondern ich bin also sozusagen live am Entscheiden, wie das Ganze aussehen soll. Ich möchte es gerne so machen, dass ich im Prinzip zwei verschiedene Gefäße habe. Das heißt, ich kann eigentlich schon mal anfangen, einen New Type of Wall zu erstellen, also eine Wand. Die Frage ist, muss ich was anderes als blau nehmen? Irgendwie so weiß oder grau für ein Becherglas zum Beispiel, aber das ist, denke ich, nicht notwendig. Die Temperatur und so, das lasse ich. So, und dann eben zwei Gefäße, in denen dann quasi nebeneinander verglichen wird. Einmal, wie es ist, wenn ich ein polares Lösungsmittel habe, wie zum Beispiel Wasser. Und da kommt dann ein unpolarer Stoff rein und auf der anderen Seite ein unpolares Lösungsmittel, in dem ich einen polaren Stoff hineingebe. Also eben zum Beispiel Öl und Wasser. Einmal Wasser, in den ich einen Öltropfen gebe und einmal Öl, auf den ich einen Wassertropfen gebe zum Beispiel. Außerdem am Überlegen, ob ich quasi ein Gefäß zeichne, das also direkt oder zwei Gefäße direkt nebeneinander liegen. Und zwar deshalb, dass ich quasi am Ende die Trennwand noch entfernen kann und so eine größere Menge an polaren bzw. unpolaren Lösungsmittel habe. Das ist noch eine Möglichkeit. Da ich bei dieser Simulation ja auch ein Vorgang habe, also nämlich ich möchte was dazugeben und dann verändert sich's, wird es so sein, dass meine Hauptarbeit jetzt eigentlich darin stecken wird, dass ich gucke, wie die Einstellungen sein müssen. Das ist keine spezielle Anordnung, sondern es kommt vor allem auf die Eigenschaften der Teilchen und des Systems an. Deshalb ist im Prinzip das, was ich jetzt vorbereite, nur zum Ausprobieren der Einstellung der Teilchen. Ah, ich habe vergessen, hier die Aufzeichnung wegzunehmen. Ich fange aber oder ich speichere auf jeden Fall schon mal ab und nenne das Ganze mal Lösungsmittel. Ja, wer schon das Video zu den Schiebereglern gesehen hat, der weiß ja, dass ich mit Schiebereglern so ein bisschen ausprobieren kann, wie die Einstellungen sein sollen. Das habe ich jetzt zunächst mal vor, nicht sofort zu machen. Ich versuche es erstmal ohne Schieberegler. Nur wenn ich es halt nicht anders hinbekomme, würde ich dann die Schieberegler einstellen, um halt ein bisschen herumzuprobieren. Ich versuche es jetzt einfach mal so. Ich nenne die zwei Moleküle tatsächlich mal Wasser und Öl. Allerdings werde ich da nicht spezielle Farben nehmen und nehme einfach bunte Kugeln. Wasser ist ja so, dass es nach unten geht, während das Öl eine geringere Dichte hat. Ich werde deshalb die Masse von meinem Wasserteilchen eher noch mal ein bisschen höher setzen. Die Größe der Teilchen, denke ich, lasse ich identisch. Vielleicht setze ich aber sie ein bisschen runter, damit die Teilchen insgesamt nicht zu groß sind. Naja, mal schauen, wird sich noch zeigen. So, für das Öl die gleiche Größe, das war 0,5. Und wegen der Masse probieren wir eventuell noch rum. Das ändern wir auf jeden Fall. Ja, es soll also ganz neutral sein, soll nichts mit den Stoffen zu tun haben. Die Farben sollen aber nicht so schlimm sein. Eine hellere, vielleicht in der Mitte, die deutlich markant ist und außen eine neutrale. So, was ich auf jeden Fall auch einstellen muss, ist,
die Beschleunigung, da ist ja, glaube ich, mehrere Millionen möglich. Da ich ja hier Flüssigkeiten haben möchte, werde ich die Beschleunigung, Gravitationskonstante oder hier, naja, Gravitationsbeschleunigung hier relativ hoch einstellen. Das sind jetzt 100.000. Ich probiere es mal mit einer Million und muss dann mal gucken. So, es ist so, dass ich eigentlich das gerne oben offen haben möchte, aber vielleicht mache ich zur Sicherheit das oben nochmal zu, damit die Teilchen mir nicht verschwinden. So, und jetzt zeichne ich mal hier ein bisschen von meinem Wasser rein und hier von dem Öl und lass die mal laufen. Irgendwie kommen die mir kleiner vor. Also man sieht, die fallen alle nach unten. Das ist die hohe Gravitationskonstante. Ich habe hier, denke ich, das kann man schon sagen, eine Flüssigkeit. Naja, hier sind die Teilchen ein bisschen angeordneter. Da muss man dann mal gucken, wie man das regelt. Also ich denke, ich muss die Temperatur vielleicht ein bisschen erhöhen, weil sonst hängen die so weit unten oder ich muss die Gravitationskonstante noch verringern. So. Vielleicht zeichnen wir also auch noch von allen so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, als ob die Größe unterschiedlich ist. Bei Wasser 0,6. Ah, ich glaube, das war 0,5 bei dem anderen. Ja. So. So, ich will ja hier eine Flüssigkeit haben und auch kein, na, das sieht jetzt eher dann doch nach Feststoff aus hier unten. Ich denke, da ist die Gravitationskonstante ein bisschen hoch. Es könnte eben sein, dass die Teilchen dann von oben darunter drücken. Da muss ich ein bisschen reduzieren. Ich glaube, das war eine Million. Also machen wir da mal 500.000 raus. Okay, naja, ich muss auf jeden Fall auch Interaktionen einstellen. Also das Wasser hat ja eine größere Anziehung als das, die Ölteilchen untereinander. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Da. Wir probieren es mal mit zwei erstmal. Und bei Öl und Öl ein kleiner Wert von 1. Da habe ich eben nicht. Ne, Moment. Öl und Öl. So. Und das 1. So, und gucken wir mal, wie sich die Teilchen dann verhalten. Dadurch, dass sie sich jetzt auch ein bisschen anziehen, bleiben sie auch eher unten. Wobei das hier eigentlich schon ein bisschen zu viel, ja, fest hier unten fast aussieht, ne? Also die Teilchen sind eigentlich nicht genügend in Bewegung. Vielleicht sollte ich doch die Masse etwas wenig groß wählen. Mal noch 25. Dadurch sind die Teilchen eben auch mehr in Bewegung und dadurch. Ja. Okay. Ich zeichne noch ein bisschen mehr Öl ein.
So, tja, wie sieht das aus? Ich kann im Prinzip mal gerade probieren, beziehungsweise eigentlich ist es ja so, dass bei Interactions grundsätzlich, wenn das nicht anders eingestellt ist, hier bei den Interaktionen, also ein harter Stoß oder einfach eine Reflexion stattfindet, da brauche ich eigentlich nichts weiter einstellen. Und dann gucken wir mal, wie es so aussieht, wenn ich da also quasi Öltröpfchen da drauf gebe. Na, und hier sieht man, dass es sich, naja, an der Oberfläche verteilt. Dadurch, dass sie eine ein bisschen geringere Masse haben, bleibt es einigermaßen oben. Man muss natürlich bedenken, dass auch wenn so ein Ölfilm relativ dünn ist, eventuell doch jetzt tatsächlich nicht eine Lage ist. Also das ist aufgrund dieser extremen Vergrößerung natürlich, oder da sieht es so aus, als ob es sehr unruhig ist, aber das ist eben halt sehr stark vergrößert. Wenn man das über ganz viele, also über eine größere Menge betrachten würde, dann ist das eben nicht so der Fall. Was auf jeden Fall zu sehen ist, ist, dass es eigentlich nicht wirklich nach unten geht. Es sind einzelne Teilchen, die so ein bisschen eindringen. Was aber wichtig ist, dass eben die Ölteilchen sich nicht zusammenklumpen. Jetzt gucke ich mal umgekehrt, wie es aussieht, wenn ich Wasser ins Öl gebe. Also ein Tropfen Wasser ins Öl. Und man sieht, dass es ein bisschen nach unten sinkt und die Wasserteilchen ja doch eher zusammenbleiben. Ne? Natürlich ist es nicht so, dass jeder Wassertropfen immer bei so diesem Haupttropfen bleibt, aber ich finde, dass das eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aussieht, dass so ein Unterschied ist. Im Prinzip zeigt das eigentlich schon, finde ich, ganz gut. Was man hier so, also ich denke, dass die Idee der Dichte lässt sich nicht so wirklich gut darstellen, also dass das eben tatsächlich nach unten sinkt. Das ist ein bisschen komplizierter. Was man hier aber im Wesentlichen sieht, ist, dass eben die sich stärker anziehenden Wasserteilchen, dass die eben doch relativ zusammenbleiben. Da ist jetzt ein einzelnes Atom. Das würde sich wahrscheinlich, wenn ich das Ganze ein bisschen stehen lasse, also sprich noch weiter laufen lasse, würde das irgendwann dazu führen, dass sie wieder zusammenkommen, aber es geht eben durchaus auch ein bisschen auseinander. Ich denke, das kann man natürlich verstärken, dadurch, dass man eventuell die Anziehung noch ein bisschen erhöht. Auf der anderen Seite ist Wasser natürlich ein leichteres Molekül im Vergleich zu denen da drüben. Die Frage ist, will ich unbedingt, dass es nach unten sinkt? Das habe ich ja jetzt hier bekommen, was sich dadurch ergibt, dass die Wasserteilchen ein bisschen schwerer sind. Ne, die habe ich ja so eingestellt mit 25. Oder ergibt sich das vielleicht auch so? Ich bin gerade mal am Probieren. Ne? Was ist, wenn ich dem Wasser eine geringere Dichte gebe? Geht es dann nach oben oder aufgrund der Anziehung sinkt es dann doch nach unten? Was ja typisch für Wasser ist, eben, dass aufgrund der geringen Dichte, wenn da mal ein Teilchen nach oben springt, dass dann halt, aufgrund des geringen Gewichts der Wasserteilchen, dass das dann halt durchaus nach oben springt. Das ist ein bisschen unpraktisch hier, weil es sieht so aus, als ob sich das Wasser so dazwischen mischen würde. Ehrlich gesagt ist das dann ein bisschen unschön. Ich finde, da war der vorherige Wert etwas besser. Auch hier verteilt sich es jetzt irgendwie mehr, habe ich das Gefühl. Mal vielleicht doch mal wieder Wasser auf 25 setzen und mal gucken, ob sich das wieder so anpasst, wie das vorhin war.
Ja, ich bin am Überlegen, was ich hier noch verbessern könnte. Was mich so ein bisschen stört, ist das Wasser, das eben zu sehr herumhüpft. Eventuell würde ich die Masse vom Wasser noch ein bisschen erhöhen, dass es nicht so hoch rumhüpft. Probieren wir gerade mal aus, wie sich das auswirkt. Mal schauen, hatte ich das vorhin schon? Ich weiß gar nicht mehr. Prinzipiell gefällt mir das schon, eigentlich soweit es wie es ist. Was ein bisschen störend ist, dass hier das Wasser im Prinzip so aussieht, als ob es gefrieren würde. Und das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Da muss man im Prinzip ja, eventuell darauf hinweisen, dass das natürlich nicht so ganz so optimal ist. Ich könnte natürlich Folgendes machen, nämlich die Anziehung sowohl beim Wasser. Und beim Öl untereinander so ein bisschen vielleicht erhöhen. Das ist jetzt das Öl. Und beim Wasser ist ebenfalls ein bisschen hochsetzen. Und vielleicht auch die Temperatur etwas insofern erhöhen, dass eben die Teilchen hier unten mehr in Bewegung sind. Und ja, da wäre vielleicht ein Schieberegler angebracht. Und ich erhöhe den Gravitationswert noch ein bisschen, damit die Teilchen eher unten bleiben. Schauen wir mal, wie sich das eben alles auswirkt. Das ist jetzt die Sache, wo ich im Prinzip am Balancieren bin. Kriege ich das so hin, wie ich es möchte? Also ich habe im Prinzip ja schon hier eine Schicht an Öl, das sich obendrauf verteilt hat. Im Gegensatz dazu die Wasserteilchen, die sich zusammengeballt haben, dass hier ein einzelnes Molekül ist, ist wie gesagt, naja, eher zufällig, das könnte sein. Das könnte jetzt auch sowieso sein, dass wenn ich jetzt das Neue hier reinsetze, dass es vielleicht aufgrund meiner Einstellung gar nicht passiert. Ja? Weil ich möchte ja sowieso das später so machen, dass ich das neu reinwerfe, ja quasi erst. So, auch eigentlich bin ich fast schon zufrieden damit. Was jetzt natürlich hier auch nicht passt, ist, dass es nicht so ein bisschen verbreitet. Auf der anderen Seite ist es ja durchaus so, dass wenn ich einen Wassertropfen in ein Öl oder ja, in ein unpolares Lösungsmittel gebe, dass es tatsächlich am Boden ja erstmal einen Tropfen bildet. Da muss genügend sein, dass sich dann unten eine Schicht bildet. Ne? Also das ist durchaus ja passend, wie ich finde. Was man bei der Besprechung im Unterricht auf jeden Fall eben besprechen muss mit den Schülern, ist eben Ungenauigkeiten in der Simulation. Also zum Beispiel ganz klar machen, wir haben eine verhältnismäßig kleine Anzahl an Teilchen. Das heißt, das, was ich hier sehe, ist nur ein Ausschnitt und es bestimmte Dinge können damit simuliert werden und andere einfach eben nicht. Und dazu gehört es eben zum Beispiel jetzt hier das Problem, dass das hier teilweise sogar eher fest wie ein Feststoff aussieht. Könnte ich noch ein bisschen an der Temperatur vielleicht drehen. Was aber zum Beispiel passt, ist, dass das Öl sich hier verteilt und das Wasser hier im Öl sich oder was das, dass das eben zusammenhält. Außerdem ist die Bewegung der Teilchen hier relativ langsam, denke ich. Also ich muss gestehen, ich weiß es gar nicht jetzt, wie das tatsächlich ist. Aber soweit ich weiß, ist es doch eher langsam, was ich hier sehe. Das heißt, es ist auch ein bisschen sowas wie eine, ja, wie eine Zeitlupe, die ich hier sehe. Ich versuche noch ein letztes Mal hier zu gucken, ob es etwas bringt, wenn ich die Temperatur erhöhe. Ich versuche jetzt, also ich verwende jetzt auch keinen Schieberegler, es sei denn, es sieht so doof aus, dass ich sage, also das kann nicht sein.
Ja, die sind jetzt auf jeden Fall weniger systematisch angeordnet. Man sieht hier, also ich bin da eigentlich schon ganz zufrieden mit. So, jetzt machen wir noch einen letzten Versuch, nämlich ich lösche nochmal alle. Moment, ich möchte ja nicht unten. Ja, das war jetzt eigentlich nicht so gut, aber ist egal. So. Und meine Idee ist, dass ich vielleicht quasi hier so etwas mache. Das einigermaßen in der Mitte. Wenn ich das nicht in der Mitte platzieren kann, könnte das daran liegen, dass hier dieses Gitter festgelegt ist. Aber ich glaube, das sieht relativ in der Mitte aus. Ich mache jetzt nochmal der Schönheit halber noch einen neuen Wall im Sinne eines Deckels und verwende eine sehr, eine eher unscheinbare Farbe, nee, vielleicht einfach weiß tatsächlich. Und zeichne diesen Deckel als unsichtbare Wand darüber. Man hat ihn nicht wirklich gesehen, aber da ist jetzt eben Deckel drauf. Das heißt, das kann nicht wegfliegen. So, und dann zeichne ich auf der einen Seite das Wasser. Ungefähr so viel. Hier steht, you will create 155 close-packed molecules, die will take some time to separate in simulation. Are you sure you want to proceed? Ja, ich will es schon. Also es wird hier im Prinzip ja darauf hingewiesen, dass ich da recht viele Teilchen auf einmal erstelle und das kann ein bisschen dauern, das zu simulieren. Und dessen bin ich mir aber bewusst und das ist okay. So, und hier oben mache ich also ein Tröpfchen Öl und auf der anderen Seite ein entsprechendes Tröpfchen Wasser. So etwa gleich viele Teilchen. So, ich lasse das mal laufen. Man sieht, jetzt als kleinen Unterschied ist, dass weiter nach unten bleibt, während das hier da oben ist. Ist nicht ganz realistisch, weil Wasser ja eigentlich sogar eher verdunstet als Öl. Hier hat man eigentlich kaum einen Unterschied, den man sieht. Ja? Und das gefällt mir eigentlich soweit. Die Frage ist, ob ich vielleicht tatsächlich sowas wie einen Tropfen hier haben will, also in dem Sinne, dass sie zusammenbleiben. Um das zu bekommen, müsste ich im Prinzip das jetzt mal, oder ich speichere mal gerade, um einfach zu sichern. Und so müsste ich, nee, das war nichts. Ja. Okay. Irgendwie, ich habe hier wenig Erfahrung mit den Wänden. Da ist wohl so, dass wenn man da auch einen Rand oder ein Teil der Linie markiert, sie gelöscht wird. Also beim Löschen innerhalb bleiben. So, man könnte es natürlich so machen, gerade wenn man das eben den Schülern vorführt, dass man das jetzt quasi so laufen lässt und sagen, okay, jetzt mache ich mal. Also nochmal speichern. Jetzt, also das heißt, während die Simulation läuft, zeige ich den Schülern, okay, das gebe ich jetzt mal dazu. Und die Vorgehensweise, also hier Öl und Wasser. Wobei, wenn ich das natürlich live mache, dann muss ich das eigentlich nicht unbedingt abtrennen. Da kann ich das einfach auch weglassen, ne?
Dann kann ich es eigentlich auch so machen. Dann speichere ich das mal. Ne. Abspeichern ist ja doof. Ich möchte ja, dass die Schüler das sehen, wie es vorher ist. Ne. Ich speichere es trotzdem mal. So als ein Beispiel. Okay. Man könnte sich natürlich zwei Dokumente vorbereiten. Ehrlich gesagt, ich finde den Ölfilm hier so ein bisschen dünn. Da würde ich eventuell doch vielleicht ein bisschen mehr geben. Auf jeden Fall sind die Öltröpfchen nicht. Die Ölteilchen nicht zusammen, die verteilen sich an der Oberfläche, während meine Wasserteilchen zusammen zu einem, ja, als ein Tropfen bleiben. Die anderen, also ein paar einzelne Teilchen getrennt, aber dadurch, dass sie sich anziehen, werden die vermutlich sich noch irgendwie kombinieren, mehr oder weniger. Na, eins hatten wir ja, das über längere Zeit eigentlich weggeblieben ist. Wobei hier sieht man eigentlich schön, wie dieses Teilchen sich scheinbar versucht ranzukämpfen. Jetzt ist es wieder abgedrängt worden von den bösen Ölteilchen. Naja, also wie man das machen will, das ist dann einem jedem selber überlassen. Ich werde es, glaube ich, so machen, dass ich es offen lasse und am Anfang starte, dass es vorgegeben ist und dann eben die Simulation anhalte und jeweils quasi einen Tropfen Öl und einen Tropfen Wasser hier dazugebe und dann sieht man, was passiert. Und was man dann natürlich machen kann, ist mal das Ganze mischen. Das heißt, wir können gucken, was hier so passiert. Das Öl verteilt sich eher an der Oberfläche. Das Wasser bleibt unten, das ist ja die höhere Masse. Und irgendwann kombiniert sich das, ne? Während das Öl eben sich dann oben verteilt. Also es ist sicherlich nicht perfekt und man kann da noch ein bisschen rumprobieren. Wie gesagt, der Effekt der Dichte, der ist ein bisschen schlecht darzustellen, eben außer über die Masse. Und die höhere Masse und die höhere Anziehung führt dazu, dass das hier fast wie ein Feststoff aussieht. Ich kann es aber auch nicht zu hoch machen, also die Temperatur nicht zu hoch stellen, wo ich das verhindern würde, weil dann eben mein Öl sozusagen verdunsten würde. Aber insofern ist das erstmal eigentlich gar nicht so eine schlechte Simulation für den, naja, Anfang. Der Grund, warum das hier sich nicht ganz ausbreitet, ist, denke ich, dass ich quasi zu wenig Wasser habe. Was man hier überlegen könnte, ist quasi die Gefäße enger zu machen, sodass ich das Wasser ganz unten verteilen kann. Ja, die Anziehung der Wasserteilchen ist zu groß und von daher verbreitet es sich nur dann, wenn eben genügend Teilchen dann übereinander da sind. Aber auf der anderen Seite, ja, es kämpft sich aufgrund der größeren Masse doch in die Breite vor. Ja, also eigentlich ist es schon mal gar nicht so schlecht. Ich hoffe, diese Überlegung hier zu dieser Simulation hat ein bisschen gezeigt, wie man vorgehen kann. Wie gesagt, ich habe mir das nicht vorher überlegt, sondern nur überlegt, was ich machen wollte. Und ich bin mit der Simulation eigentlich soweit zufrieden. Werde es neu zeichnen. Die Teilchen waren ja das Wichtige und nicht die Anordnung. Und dann mal gucken, was die Schüler dazu sagen.